Computer! Es könnte schlimmer sein. Ist das ein Nagellack wieder? Oh. Hallöchen Leute und willkommen zurück bei einem neuen YouTube-Video. Und wie ihr sehen könnt, ist es heute schon so ein bisschen weihnachtlich. Ho, ho, ho. Wir starten nämlich endlich wieder mit den Weihnachtsvideos. Und ihr wisst, was das bedeutet. Coole Challenges, coole Looks, coole Weihnachtsprodukte und natürlich wieder mein Weihnachtsintro. Als erstes Video wollte ich unbedingt wieder das Adventkalender-Roulette machen. Übrigens Leute, in Österreich sagt man Adventkalender und nicht Adventskalender, einfach ohne dem S. Warum? Weiß ich nicht. Weiß ich halt echt nicht. Kann das irgendwer von euch googeln oder hat das einfach keinen Sinn? Jedenfalls ist diese Challenge bei mir schon so ein bisschen Tradition. Ich glaube, ich mache das jetzt schon zum dritten Mal und es macht so viel Spaß. Ich habe nämlich neben mir liegen verschiedene Adventkalender von verschiedenen Make-up-Marken. Und ich werde mir gleich auf meinem Handy so zufällige Drehkreisscheiben erstellen. Mit den Nummern 1 bis 24, weil die Kalender ja alle 24 Türchen haben. Das bedeutet, mein Handy bzw. der Zufall wird entscheiden, welche Produkte von den Adventkalendern ich für welchen Make-up-Step verwenden werde. Das heißt, es könnte wirklich sein, dass ich für Mascara Lippenstift benutzen muss oder für Concealer Augenbrauen, was natürlich ganz schlimm wäre. Die letzten Jahre hat mein Make-up nicht ganz so gut ausgesehen, deswegen hoffen wir einfach mal, dass es dieses Jahr besser wird. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal und viel Spaß mit meinem Pinguin-Intro. Ich habe das Intro vermisst. Ihr auch, oder? Ist einfach das Beste. Jedenfalls habe ich dieses Jahr ganze 4 Adventkalender. Einmal diesen hier von Benefit. Der ist zwar klein, aber fein. Okay, ich sehe gerade, warum der ein bisschen kleiner ist. Der hat nämlich nur 12 Türchen, aber Leute, wir regeln das schon irgendwie. Das wird schon irgendwie hinhauen. Dann haben wir einen bisschen größeren, und zwar von L'Oréal Paris. Wow, das sieht richtig schön aus mit 24 Türchen. Diesen Adventkalender hatte ich tatsächlich noch nie, und zwar einer von Trend It Up. Also die Eigenmarke von DM und Let It Glow, der ist ja auch sehr schick mit 24 Türchen. Und den hier kennen wir schon vom letzten Jahr und zwar ein Shopping Queen Kalender. Da sind aber Make-up-Produkte drin und zwar so ein guter Mix aus Produkten. Ja, das sind sie. Ich habe jetzt hier dieses Rädchen gemacht, das sind jetzt mal die Marken von den Kalendern. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal und zwar mit Primer. Also dreh schön für mich und ich meine, eigentlich ist es mir egal, welcher da rauskommt. Es ist Benefit. Okay, wuhu. Das bedeutet, wir haben bei diesem Kalender ja nur 12 Türchen. Und ich war jetzt so schlau und dachte, ich mache das mit meiner Alexa. Also pass jetzt auf. Computer, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 12. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 12. 5. 5. Okay, also Primer. Stellt euch mal vor, das ist jetzt ein Primer. Das wäre natürlich richtig geil, oder? Das hört sich sogar irgendwie an wie ein Primer. Leute, es ist nochmal verpackt. Mach's nicht zu Nee, das ist eine Mascara. Es ist eine Mascara als Primer. Okay. Also, ich nehme jetzt ein bisschen was. Ich meine, Primer verwendet man ja nicht so viel, würde ich jetzt mal sagen. Oh Gott, Leute! Soll ich nochmal ziehen? Nein, ich kann nicht nochmal ziehen. Leute, ich will übrigens die Regel einführen. Ich will die Regel einführen, wenn ich irgendwas ziehe, was kein Make-up-Produkt ist, also irgendwie ein Pinsel oder ein Schwämmchen oder eine Maske oder sowas, dann darf ich nochmal ziehen, weil sonst ist es irgendwie blöd. Jedenfalls, Primer verwende ich meistens hier, hier und hier. Und gut verblenden natürlich. Aha. Schön die Mascara in meine Poren reinreiben. Mhm. Perfekt. Ja, wunderschön. Das hat ja mal super gestartet, würde ich sagen. Oder? Wirklich 1A. Wuhu, also das wird heute ein wunderschöner Weihnachtslook. Ich habe nämlich sogar geplant, mit dem Look dann später noch rauszugehen. Ich glaube, meine Pläne haben sich doch geändert. Machen wir weiter mit Foundation. Vielleicht finden wir irgendwas, was dieses schwarze Ding jetzt abdecken kann. Wir sind wieder bei Benefit. Ja, mit Benefit habe ich nicht wirklich viel Glück, deswegen freue ich mich jetzt nicht so sehr. Computer sagt mir eine Zahl zwischen 1 und 12. 3. Komm schon, Benefit. 3. Was ist das? Wenn das jetzt wieder eine Mascara ist. Was mache ich jetzt, Leute? Ich werde mir jetzt sicher nicht mein ganzes Gesicht mit einer Mascara anmalen. Ich mache es nicht. Deswegen habe ich jetzt gerade beschlossen, eine neue Regel einzuführen. Und zwar habe ich einen Joker frei in diesem Spiel. Und diesen Joker werde ich jetzt verwenden. Falls ihr meint, dass das schon mal ist, ist mir das egal. Weil nein. Einfach nein. Gib jetzt mal was anderes als Benefit. Shopping Queen. Okay, Shopping Queen. Enttäusch mich jetzt nicht. Gib mir irgendwas. Irgendwas außer Mascara, bitte. Computer, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 24. 12. 12 ist eine gute Zahl. Hier oben direkt links im Eck. Und es ist eine Feile. Okay. Ich meine, kann ich gerade eh gut gebrauchen.
Ich liebe es, meine Nägel nachzufeilen. Jedenfalls kann ich es aber nicht für mein Make-up gebrauchen, weil ich werde jetzt auch nicht mein Gesicht feilen. Computer, sag meine Zahl zwischen 1 und 24. 1. 1. 1 klingt doch gut. 1, das ist es jetzt. 1 klingt doch zu Nagellack. Nagellack. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 24. 5. 5. Und wenn da jetzt wieder nichts ist, dann lasse ich diesen Step einfach aus, weil das dauert mir jetzt ja nicht. Das sieht doch jetzt noch... Es ist keine Mascara, aber es ist ein schwarzer Kajal. Leute, nein. Einfach nein. Nein. Eine Chance noch, okay? Eine. Computer, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 24. 10. 10. Meine letzte Chance für heute. 10 ist ein großes Kästchen. Komm schon. Lidschatten. Halleluja. Und wisst ihr was? Ich meine, eigentlich ist das auch nicht gerade gut, aber ich bin schon so verzweifelt, dass ich das als eine Rettung ansehe hier. Ich werde nämlich diese Farbe natürlich verwenden, das ist eigentlich eh fast mein Hautton. Und gehe damit... hey, damit kann ich zumindest so meine schwarze Nase so ein bisschen überdecken. Weiß nicht, ob es das gerade besser oder noch schlimmer macht, aber jetzt habe ich schon angefangen, deswegen machen wir auch weiter. Oh mein Gott, jetzt ist das auch noch zerbrochen. Irgendwie ist heute mein Pechtag, oder? Habe ich irgendwas verbrochen? Wieso habe ich heute so viel Pech? Ist das ein Zeichen, dass ich irgendwie nicht rausgehen sollte oder so? Jetzt nehme ich noch ein bisschen größeren Lidschattenpinsel und trage den so ein bisschen am ganzen Gesicht auf. Weil das ist ja meine Foundation sozusagen, auch wenn man es nicht sieht. Eigentlich ist es ein gutes Puder, würde ich sagen, weil es macht meine Haut schön matt. Wenn man so schlecht, können wir es ein bisschen unter die Augen geben, falls wir wieder keinen Concealer kriegen, was wir bestimmt nicht kriegen werden. Ich meine, schaut mal, die Wahrscheinlichkeit, dass man Foundation oder Concealer kriegt, ist bei null. Weil in solchen Kalendern ist nie Foundation oder Concealer drin, weil natürlich jeder eine andere Farbe hat. Aber sie hätten schon ein bisschen was Netteres geben können, so ein Blush oder sowas zumindest. Ne? Und damit machen wir jetzt weiter mit Concealer, was wieder eine Katastrophe sein wird. Wir haben jetzt Trend It Up, juhu, mal wieder was Neues. Computer, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 24. 22. Was darf ich für Concealer verwenden? Oh, ich bin immer so schlecht, diese Türchen zu finden. Wo ist das? Ah, ich sehe schon wieder nichts Gutes. Ah, obwohl, habe ich gerade zum ersten Mal Glück gehabt. Nein, Glück bestimmt nicht, aber... Hey, X-Mess Kajal. Warte, ich probiere mal. Okay, Glück können wir es jetzt nicht nennen, aber zumindest ist es keine Mascara, Leute. Und das ist mittlerweile schon Glück. Es ist nicht so schlecht. Geht eigentlich. Ich gebe lieber nicht so viel drauf, weil hier über dem Schwarz macht das wieder dunkler. Ne. Ich gebe einfach so ein bisschen was unter meine Augen. Das ist eigentlich fast wie so ein Color Corrector. Boah, das trocknet voll schnell. Es könnte schlimmer sein. Es ist ganz ehrlich, ich bin jetzt schon so verzweifelt, dass ich sogar finde, dass das gut aussieht hier. Also es kann gerne so weitergehen. Wir machen jetzt weiter mit den Augenbrauen. Und bitte gib mir jetzt ein Kajal oder sowas, Shopping Queen. Für Augenbrauen wäre ja Kajal oder Mascara ganz okay. Wetten wir, ich krieg jetzt irgendwas, was für die Base gut gewesen wäre. Wetten wir. Computer, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 24. 2. Ich glaube, 2 ist ein gutes Augenbrauenkästchen. Und zwar hier. Darunter haben wir nämlich... Ist das ein Nagellack wieder? Computer, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 24. 7. 7 ist meine Glückszahl. 7 ist hier unten und ist auch... Ist auch ein Nagellack? Es ist auch ein Nagellack. Ich könnte ausrasten. Computer! Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 24. 9. 9. 9. 9, 9, 9, Leute. 9 ist kein Nagellack. Wisst ihr, was das bedeutet? Was ist das? Mach auf! Hilfe! Ich meine, es geht schlimmer, aber es ist ein roter Kajal. Naja, zumindest kann man damit gut malen. Ich habe jetzt einfach rote Augenbrauen. Das passt eigentlich ganz gut so zu meinem Pullover und zu meinen Ohrringen. Okay. Irgendwie doch geil. Das sieht doch irgendwie lit aus, oder? Wir müssen einen neuen Trend machen. Rote Augenbrauen zu Weihnachten. Ohlala. Ich finde, wir haben zwar sehr schwach gestartet, aber es wird immer besser, Leute. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass auch der nächste Step, und zwar Bronzer, ganz gut wird. Da nehmen wir nämlich wieder Benefit. Ich meine, mit dem Benefit-Adventkalender habe ich jetzt nicht so gute Erfahrungen bis jetzt gemacht, aber ich will ihm eine zweite Chance geben. Computer sagt mir eine Zahl zwischen 1 und 12. 6. 6, okay. 6 ist eine gute Zahl. Eigentlich bei Bronzer bin ich, glaube ich, mit jedem Make-up-Produkt zufrieden. Das kann man schon irgendwie so wingen, egal was es ist. Selbst wenn es wieder eine Mascara ist. Obwohl, nein, es fühlt sich nicht nach Mascara an. Das hätte ich jetzt gebraucht. Okay, das Augenbrauengel. Glaubt ihr, werde ich jemals einfach das richtige Produkt für einen Step zumindest bekommen? Wahrscheinlich nicht. Okay, wir haben Augenbrauengel. Aber das ist braun und Bronzer ist ja auch meistens so bräunlich. Also vielleicht... Oh, das tut voll weh auf der Wange. Vielleicht ist es das jetzt. Vielleicht kann ich endlich einen gescheiten Step machen. Ja, gar nicht so schlecht, oder? Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt euch empfehlen würde, das zu machen, aber es funktioniert. Meine Wange ist braun, auch ein bisschen rot, weil sie so irritiert ist von den Schmerzen. Aber, hallo Leute, vielleicht wird das doch noch ein Look. Das einzige Problem ist, dass da immer nur voll wenig rauskommt. Das heißt, man muss rein, raus,
gut hier drauf schmieren auf die Wange und verblenden. Das ist sogar so relativ kühl, das heißt, es ist eine Konturfarbe. Ich glaube, ich habe ein bisschen verschrien und habe auch jetzt zu viel draufgehaut, weil ich mich so gefreut habe, weil jetzt ist es ein bisschen fleckig hier geworden. Suchen wir das mal kurz zu fixen. Man muss auf jeden Fall schnell verblenden und auch ordentlich verblenden. Doch, das... Wir lassen es jetzt einfach mal so. Ich finde, ich bin konturiert und gebronzt und das ist die Hauptsache. Und ich finde es sogar gut genug. Also Benefit, du bist wieder im Rennen. Ich verzeihe dir. Ich habe irgendwie so ein Bauchgefühl, dass wir jetzt für den nächsten Schritt Blush, wirklich ein Blush bekommen werden. Ich manifestiere es. Blush, Blush, Blush. Und zwar von Benefit wieder. Benefit, du hast jetzt die nächste Chance, es wieder gut zu machen. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 12. 11. 11. Du bist wahrscheinlich kein Blush. Schön wär's. Ist in diesem ganzen Kalender eigentlich nur Augenbrauen und Mascara drinnen, oder? Nee. Das ist was anderes. Das ist ein Primer oder so, glaube ich. Primer. Dich hätten wir vorhin gebraucht. Okay, ich trage jetzt einen Primer als Blush auf. Ich meine, es wird jetzt mir keine Farbe geben, aber zumindest habe ich jetzt sehr glatte Wangen, was auch nett ist. Ah, das ist voll angenehm. Ich habe den schon voll lange nicht mehr benutzt, diesen Professional Primer. Das fühlt sich so gut an. Okay, ja. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Vielleicht ja beim Highlighter. Highlighter, kommst du? Willst du entkommen, Highlighter? Trenn it up! Wir hatten noch kein einziges Mal L'Oreal. Aber trenn it up auch gerne. Wir hatten schon. Ich glaube, mein Handy mag Benefit sehr gerne. Naja, jedenfalls, trenn it up! Computer, nenn mir eine Zahl zwischen 1 und 24. 24. 24, oh! Das muss ja was Gutes sein. Ist ja Weihnachten. Ich meine, es ist cool, es sind Eyepatches, aber wir brauchen Make-up. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 24, 7. 7, meine Glückszahl. 7. Highlighter, komm schon. Ach nö. Ich habe mich gerade so gefreut. Ich war so, oh mein Gott, Glitzer, aber es ist ein Topcoat, also ein Nagellack. Computer, nenn mir eine Zahl zwischen 1 und 24. 1. 1, 1. Und der 1 wird jetzt Make-up sein, das sage ich euch. Und zwar ein Highlighter-Stick. Concealer? Was? Okay, ich habe gerade noch gesagt, es gibt keine Concealer und sowas, aber Leute, wir haben einen Concealer. Was darf ich jetzt damit machen? Also ich gebe ihn auf jeden Fall mal dahin, wo ich so highlighten würde. Ich highlighte heute einfach ganz viel, okay? Schaut, ich will jetzt nicht schummeln, das heißt, ich kann jetzt nicht mit dem einfach über das ganze Gesicht gehen, aber ich kann dorthin gehen, wo ich highlighten würde. Und ich würde es auf der Nase highlighten. Ich will schummeln, Leute. Ich will nämlich dieses Schwarze abdecken, das jetzt mittlerweile ein grauer Gatsch einfach ist. Oh, das sieht ganz schlimm aus, nämlich. Ich meine, eigentlich hat sich wieder nicht wirklich was verändert. Der Concealer hat einfach genau meine Farbe, das heißt, man sieht ihn gar nicht. Und die Nase sieht jetzt nur noch gatschiger aus. Aber ich will auch nicht schummeln, weil ihr seid immer sauer, wenn ich schummel, deswegen mache ich es nicht. Mein Goal für dieses Video ist es, einmal ein passendes Make-up-Produkt zu bekommen. Einmal. Vielleicht ja jetzt für Lidschatten, aber bei Lidschatten kann man auch immer schön kreativ sein. Und diesmal haben wir wieder Trenn it up. Nein, Shopping Queen. Das war jetzt aber ein knappes Rennen. Computer, nenn mir eine Zahl zwischen 1 und 24. 4. 4, okay. Das ist auf jeden Fall kein Lidschatten. Das ist eine Mascara, glaube ich. Yes, das ist eine Mascara. Wuhu. Soll ich probieren, damit so eine Art Smoky Eye zu machen? Oder wie mache ich das jetzt am besten? Ja, ich glaube, ich mache das. Ich glaube, ich schminke jetzt ein Smoky Eye oder ich probiere es. Leute, wenn ich das jetzt hinkriege, dass das gut aussieht, dann nennt mich ab sofort nur noch Make-up Queen. Ich meine, man kann es verblenden ein bisschen zumindest. Schon schwierig. Nicht besonders gut pigmentiert, aber ist halt auch eine Mascara, wisst ihr? Ich habe immer das Gefühl, so, ich bin so knapp dran, gutes Make-up-Produkt zu ziehen, aber dann doch nicht so. Für Eyeliner wäre Mascara cool gewesen. Für Mascara wäre Mascara cool gewesen. Was kriege ich? Ich kriege Mascara für Lidschatten. Also ist jetzt kein schöner Look, aber ganz ehrlich, sieht besser aus als meine Smoky Eyes mit 13, wo ich sie zum ersten Mal versucht habe zu schminken und dann einfach nur Panda-Augen hatte. Obwohl, ich meine, es sieht schon sehr ähnlich aus wie damals. Okay, besser wird es nicht mehr. Sieht es aus wie ein Smoky Eye? Nein. Sieht es aus, als hätte ich einen Unfall gehabt? Ja. Vor dem nächsten Step habe ich ein bisschen Angst. Es sind nämlich jetzt Mascara und Lashes dran. Kannst du mir bitte mal L'Oreal geben oder willst du mir immer Benefit geben? Er will mir immer Benefit geben. Okay. Du hast jetzt deine Chance, mir eine Mascara zu geben, so wie es du schon gerne gemacht hast. Also bitte, bitte, ich flehe dich an. Ich nehme es zurück. Eyeliner ist dran. Habe ich komplett vergessen. Du hast jetzt eine Chance, mir einen Eyeliner zu geben. Bitte, ich flehe dich an. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 12. 1. 1. Das sieht mir nicht nach Eyeliner aus. Das sieht mir ein bisschen zu groß aus. Was ist das jetzt schon wieder? Obwohl, ich nehme alles zurück. Ich dachte schon.
schon. Ich dachte schon, es ist soweit und wir haben endlich das Ich dachte es schon. Und dann kommen sie mir mit einem Augenbrauenstift, was jetzt auch keine Katastrophe ist. Aber, der ist sogar sehr dunkel. Das ist zumindest gut. Farbe 4. Also viel dunkler als meine Augenbrauen. Aber, aua, das ist halt viel zu hart für die Augen hier. Das Einzige, was es macht, ist, die Mascara wieder wegzumachen. Aua, das ist voll hart. Ich glaube, ich muss ihn erstmal ein bisschen einstimmen. Ja, jetzt ist er besser. Also man kann damit leider keinen Eyeliner ziehen, weil man einfach nur die Mascara damit wegkratzt. Obwohl, ich könnte vielleicht hier so außerhalb so eine Linie machen. So, sowas, hm? Das ist doch cool. So machen wir es. Yeah! Woohoo! Das nenne ich mal einen Eyeliner. Wow! Danke, Benefit! Aber das ist jetzt, ich will nur kurz anmerken, das ist nichts gegen Benefit persönlich. Ich habe nur heute ein bisschen Pech. Okay, könnte schlimmer sein. Ist sogar irgendwie ganz lustig. Versuche ich mir gerade einzureden. Nicht mal meine Face-ID erkennt mich, weil ich so schrecklich aussehe. Aber jetzt ist tatsächlich wirklich Mascara und Lashes dran. L'Oreal? Oh mein Gott, das könnte L'Oreal werden. Oh, es ist L'Oreal! Wuhu, sie haben es auch noch in das Video reingeschafft. Okay, Computer, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 24. 9. Ist deine Frage damit beantwortet? Ja. Vielen Dank für dein Feedback. Gerne. Nummer 9. Könnte eine Mascara sein. Klingt das für euch wie eine Mascara? Es ist keine Mascara. Es ist ein Lip Liner. Das wäre als nächstes dran gewesen. Ich glaube, das ist das Schlechteste, was ich hätte ziehen können. Jetzt kein Witz. Weil wie soll ich das auf meine Wimpern drauf machen? Ich meine, die Farbe ist echt schön. Aber was? Wie? Probier's. Ich meine, ich probier's. Ihr könnt mir jetzt nicht sagen, dass ich es nicht probiert. Hey, ich glaube, es funktioniert sogar ein bisschen, oder? Man muss einfach ein bisschen probieren. Ich meine, man sieht es fast gar nicht, aber man sieht es ein bisschen. Und das ist die Hauptsache. Seht ihr irgendwas? Nein, gell? Aber ich trage heute den Wimpern. Wenn ihr es mir glaubt oder nicht. Leute, wir sind schon bei den Lippen. Ich habe jetzt nicht mehr viele Versuche, um irgendwie ein richtiges Make-up-Produkt rauszubekommen, was mich ein bisschen traurig macht. Und wir haben schon wieder unseren Kandidaten-Benefit. Ich glaube, da sind nicht mal Lippenprodukte drinnen. Ich will es jetzt nicht verschreien, aber ich habe gerade kein gutes Gefühl bei der Sache. Obwohl Augenbrauenstift wäre gar nicht so schlecht. Den kann ich als Lip Liner benutzen. Also Computer, nehmen wir eine Zahl zwischen 1 und 12. 9. Bist du was für die Lippen? Oder bist du doch wieder nur eine Mascara? Nein, das ist, glaube ich, keine Mascara. Ganz ehrlich, ich wünschte gerade, es wäre eine Mascara. Es ist einfach der Brow Setter und das ist ein durchsichtiges Augenbrauen-Gel. Ich verwende ihn jetzt als Lipgloss. Sollte man wahrscheinlich nicht auf die Lippen gehen, deswegen bitte nicht nachmachen, aber mir ist schon alles egal. Mir ist schon alles egal, wirklich. Ich habe für jeden einzelnen Schritt wahrscheinlich das schlechteste Make-up-Produkt gezogen, was man hätte ziehen können. Ich hatte alles. Ich hatte Augenbrauenprodukte, ich hatte Mascara, ich hatte Lidschatten, ich hatte Lip-Liner, ich hatte Concealer, aber immer für die falschen Dinge. Jedes Mal. Also wirklich, ich hatte, glaube ich, in meinem Leben, in meiner ganzen YouTube-Karriere noch nie so viel Pech wie heute. Ich war so im Weihnachtsspirit gerade. Jetzt nicht mehr, jetzt bin ich sauer. Gebe diesem Ding jetzt noch eine letzte Chance. Ich will jetzt entweder etwas für die Lippen haben, womit ich wirklich meine Lippen anmalen kann, oder ein Setting Spray. Das ist jetzt der letzte Schritt. Die letzte, allerletzte Chance. Bitte nicht Benefit. Okay, trend it up. Enttäusch mich jetzt nicht, bitte. Computer, sagt meine Zahl zwischen 1 und 24. 5. Was ist das? Ich meine, ich habe so ein bisschen geschummelt, weil eigentlich habe ich ja schon was auf den Lippen. Übrigens. Ja, es klebt ein bisschen. Aber es ist ein Lippenstift, Leute. Wir haben einen Lippenstift. Die Farbe ist ein bisschen interessant, aber wir haben einen Lippenstift. Ich kann es nicht glauben. Wieso hätte der nicht schon einen Step früher dran sein können, Leute? Ich meine, eigentlich ist es komplett geschummelt, aber konnte das Video nicht vollenden, ohne zumindest ein bisschen Glück zu haben. Übrigens könnt ihr hoffentlich auch bald Glück haben. Ich werde nämlich alle anderen Türchen, die ich heute nicht ausgepackt habe, und das sind ja eigentlich die meisten, gleich alle auspacken und in einen Karton reinstecken und dann an einen von euch verlosen. Und ich sage euch eins, das ist einiges an Make-up, was hier wahrscheinlich alles drinnen ist. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach natürlich ein Abonnent von mir zu sein, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und gerne einfach in die Kommentare was reinschreiben. Mit roten oder schwarzen Emojis. Und dann nehmt ihr auch schon automatisch teil. Und hier auch schon meinen wunderschönen, bezaubernden Christmas-Make-up-Glam-Look. Ist wirklich wundervoll geworden. Ich werde es auf jeden Fall so rausgehen. Ich glaube, mein Make-up war noch nie so schön und ich hatte so viel Glück heute nicht. Ich hoffe mal, das Video hat euch trotzdem gefallen und vielleicht konntet ihr so ein bisschen über mich lachen. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder beim neuen Weihnachtsvideo. Mein Make-up wird dann auf jeden Fall ein bisschen schöner. Bis dann und ich habe euch lieb. Frohe Weihnachten!